Seid ihr ready für das nächste gute Rezept? Ich schon. Heute gibt's Benne alla vecchia Bettola. Dafür haben wir leckere frische Tomaten. Wir haben frische Kräuter, nämlich Petersilie und Oregano. Wir haben Zwiebeln, wir haben Knoblauch, wir haben Chili. Aber neben der Sahne, die wir auch noch haben, fehlt eine ganz elementar wichtige Zutat hier bei mir im Set, nämlich Wodka. Schön, Marius, welche eine Überraschung. Du hier, Mensch. Schön, dass du dich hier so rührend um uns sorgst. Damit hätten wir den Wodka nämlich auch gleich am Set und gleich auch drei passende Gläser. Als hätte er es geahnt, dass wir den Wodka vergessen würden aufzustellen im Set. Nein, 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 man könnte ja fast meinen, das wäre hier geskriptet gewesen bis hierhin. Prost, Prost dafür, aber Luigi hinter der Cam. Kein Drinking ohne Luigi, sorry. Das ist gelernt hier, das ist gelernt hier. Prost. Salute. Prost. Und weg damit. Hoi. Kann man machen. Und ihr lernt auch direkt wieder, nehmt einen guten Wodka. Einen, der soft runtergeht. Euer Gericht dankt es euch. Ich schicke Marius jetzt erstmal wieder weg. Und mach jetzt weiter. Tschüss, Marius. Leute, aus uns werden echt noch so große Schauspieler, glaube ich. Es wird richtig gut. Ich würde jetzt auch gerne starten, allerdings fehlt jetzt auch ein Messer. Habe ich jetzt auch irgendwie so ein was Geskriptetes für so ein Messerzuruf? Messer! Das war meine Superkraft. Ich kann ein Messer aus dem Off zu mir hin magnetisieren. Denn ich bestehe aus Metall. Nach dieser Oscar-Reifen-Performance. Ich versuche jetzt noch ein bisschen zu spielen hier mit diesem Drive, den ich gerade aufgenommen habe. Gehen wir jetzt ans Eingemachte. Wir schneiden jetzt Zwiebel, Knoblauch, Chili, Kräuter und Stab. Bei dieser Chili, ich habe wieder jetzt eine frische, werde ich vielleicht sogar ein paar Kärnchen mitnehmen, weil ich finde, das Gericht verträgt so ein bisschen Grundschärfe. So, dadurch, dass wir nicht ganz runter an den Kern gegangen sind, haben wir auch nicht so, beziehungsweise ganz runter an den Stängel, haben wir nicht ganz so viele Kerne mit drin. Aber schon so ein bisschen Schärfe, die dem Ganzen schon so ein bisschen Power verleihen wird. Bei ganz schwacher Hitze, jetzt bevor wir an die Tomaten gehen, lassen wir das jetzt gleich schon mal so ein bisschen anschwitzen. Und dann so lange, wie wir brauchen, um die Tomaten halbieren wir oder vierteln wir, kommt immer auch ein bisschen auf die Größe an. Und das ist dann die Basis für unsere Soße. Flamme wirklich ganz doll runter. Und es macht aber auch Spaß, weiter dann zu schnippeln und zu kochen, während ihr das hier nämlich schon ein bisschen anschwitzen lasst. Weil es dann einfach so ein schönes Geruchserlebnis schon daneben gibt. Also die kleinen Tomaten, die halbiere ich einfach, die etwas dickeren, die viertel ich. Also das sind wirklich, es ist halt, ihr müsst auch immer so ein bisschen gucken, wie es halt das Ganze gerade so saisonal bedingt. Ich habe jetzt hier halt auch italienisch importierte, es ist ja nicht irgendwie zwingend immer Tomatensaison, aber das Ding ist, wenn ihr eine Soße macht auf Basis von frischen Tomaten, da müsst ihr euch halt einfach darum kümmern, dass ihr auch einfach gute Tomaten habt. Denn die Qualität, die die Tomaten haben, ist halt einfach ausschlaggebend dafür, wie gut halt am Ende die Soße wird. Tomaten sind geschnitten. Bist du da? Ich bin sowas von da. Ich gebe jetzt hier noch mal ein bisschen mehr Gas drauf, drehe die Flamme noch mal ein bisschen hoch. So, nicht, weil ich möchte, dass das alles hier verbrennt, aber weil ich gleich einen schönen Effekt beim Ablöschen haben will. Denn das machen wir nämlich jetzt, bevor wir die Tomaten reintun. Und genau da kommt der Wodka ins Spiel. Komm mal ran hier, Luigi. Die Wodka-Masse, die ist jetzt so ein bisschen verdampft. Wir lassen es aber nicht ganz weg reduzieren, weil wir auch wollen, dass die Tomaten da noch so ein bisschen was von kriegen. Und die kommen jetzt hier rein. Sieht auch nicht nur gut aus, riecht auch lecker. Aber wir brauchen ja auch nachher so ein bisschen Grundlage für unsere Soße. Heißt, Flamme wieder ein bisschen hochstellen. Wir brauchen auch so eine kleine Tomatenbasis. Oregano frisch. Ja, sieht anders aus, als wenn ihr es halt aus irgendwelchen Kunststoffbehältern getrocknet habt und es so wahrscheinlich in der Küche kennt. Wir haben jetzt aber hier alle Kräuter mal frisch da.
Ich finde das aber auch mal so nett zu sehen, weil ich meine, also, da hätte ich wahrscheinlich auch eine Quizfrage draus machen können. Also, schau mal hier. So sieht das Ganze nämlich frisch aus. Guck. Sieht aus wie Salbei. Ja, man könnte meinen, es ist Salbei. Genau, hier können wir einfach direkt so ein bisschen runterhacken. Wäre ich aber auch mal gespannt, ne, bei den Leuten, die dazugucken. Also, wie viele von euch haben wirklich schon mal frischen Oregano benutzt? Also wirklich Hand aufs Herz, seid ehrlich. Und wüssten, wie das Zeug zum Beispiel im Supermarkt oder irgendwie auf dem Markt aussieht. Also ich glaube auch, dass da einige bei wären, die nicht wüssten, dass das Oregano ist, was sie da kaufen können. Und um diese Oregano-Geschichte jetzt nochmal so richtig abzurunden, pass mal auf. Zack, so sehen diese Dinger nämlich sonst aus. Ich kipp nur mal so ein bisschen in die Hand, weil das ist das, was ihr wahrscheinlich meistens kennt. Komm mal hier hin. Das heißt jetzt nicht, dass das halt irgendwie schlecht ist oder so, aber ich glaube, es ist ja schon interessant, den Vergleich zu haben, wie es frisch aussieht. War das eigentlich mal cool, das Ding einfach so einhändig beim ersten Versuch fangen zu können? Ihr könnt jetzt natürlich da draußen sagen, wir hatten 100 Stück, aber es war wirklich der erste. Petersilie. Jetzt das Grünzeug. Noch nicht alles, wir lassen so ein bisschen von der Petersilie noch über für nachher, aber der Großteil kommt jetzt hier schon mal rein. Wir rühren das hier so ein bisschen unter. Wir haben jetzt hier, falls ihr euch fragt, wir haben jetzt auch sonst noch nichts gewürzt. Das passiert zu einem späteren Zeitpunkt. Weil das hier alles kommt nämlich gleich noch in den Mixer. Hätte ich nicht gedacht, ne? Das ist wie so ein warmes Pesto, was ihr euch am Ende vorstellen müsst, was so ein bisschen diese alkoholische und diese Sahnebasis noch kriegt. Also ist interessant, wenn ihr es noch nicht hattet und vor allen Dingen einfach super lecker. Jetzt verbrennt euch nicht die Pfoten, denn jetzt kippen wir das hier alles so ein bisschen um. Das haben wir jetzt hier drin. Jetzt lassen wir es laut werden. So, das Coole zur Seite greifen hat nicht geklappt. Deswegen machen wir es jetzt so. Geiler Sound, hä? An was für andere Dinge erinnert euch das? Um mal so ein bisschen in eure Köpfe zu kommen. Hey! Was ist denn los hier? So ein Überraschungsgast nach dem anderen. Bobo, also hier, Leute, das ist auch, also ich weiß gar nicht, was hier passiert heute in dieser Folge. Also erst dieser Marius, der am Anfang da war, jetzt kommt ja der Bobo. Ich freue mich über jeden Besuch. Wir haben eine sehr internationale Runde hier heute. Vielleicht mache ich auch irgendwann einfach mal italienisches Sushi mit Bobo in irgendeiner Folge. Schreibt doch das mal in die Kommentare, ob ihr da mal Bock drauf hättet. Ich glaube, ich schon. Ich auch. So schön eine Penne in der Sushi-Rolle drin, so wäre, glaube ich, ganz interessant. Und in der Penne ist noch... Vielleicht haben sie auch alle nur Bock auf das Rezept hier, nehme ich gerade, weil sie jetzt alle erahnen, das ist gleich fertig. Setz dich ruhig zu den anderen, trink dir schon mal weiter ein. Ich hole euch gleich wieder alle rein. So, geshaked ist, das ist jetzt kein Smoothie für den Morgen, aber wir haben jetzt hier unser Zeug, was wir nämlich zurück in die Pfanne geben. So, das machen wir jetzt wieder auf ganz schwacher Flamme an. Wie du hier siehst, das Wasser, das Nudelwasser kocht auch, das können wir schon mal salzen. Und die Pasta direkt dazugeben. Zack. Pasta ist versenkt. Wir brauchen jetzt unsere Sahne. Die kommt nämlich jetzt dazu. Und wir pfeffern. Dann lassen wir das jetzt mal hier so richtig nochmal aufkochen mit der Sahne. Und dann so ein bisschen bei schwacher Hitze so vor sich hinarbeiten. Während die Pasta hier gerade auch schon so ein bisschen ackert. Jetzt können wir uns die Zeit auch wieder sinnvoll vertreiben, denn was brauchen wir noch für dieses Rezept? Käse. Käse. Viel Käse. Parmesan natürlich. So, jetzt wo die Pasta auch fast fertig ist, können wir den Käse hier schon mal dazu tun und den hier auch schon mal so ein bisschen einrühren. Und jetzt, wie immer, Pasta direkt aus dem Topf in die Soße. Das wird ein richtiges Festmahl, würde ich gleich sagen, für ein paar Leute. Und es haben sich ja schon ein paar angekündigt, jetzt zum Essen. Wir bedienen alle Klischees gleich. Oh, wer ist denn das?
Okay, wir haben gerade von dir geredet. Ach, was für ein Zufall. Oh. Ich hab mir mitgebracht. Hallo. Vielen Dank. Sehr gut. Ist fertig? Noch nicht ganz, noch nicht ganz. Jetzt kommen wir schon mal an den Tisch, ne? Geduldet euch noch ein bisschen. Ja. Gleich ist es soweit. Und jetzt geht's ans Anrichten. Und da wir heute ein paar mehr Leute sind als gewohnt, gibt's ein bisschen kleinere Portionen, denn das hatte ich nicht von Anfang an auf dem Zettel. Aber es soll ja für jeden so ein bisschen was dabei sein. Deshalb mache ich die Nummer 1. Zack, ein bisschen Parmesan drüber. Mach eine Nummer 2. Das fühlt sich jetzt schon so an, als würde es so ewig lange dauern. Moment. Sieht man den Fleck am Rand? Man sieht alles. Das ist mein Teller. Und jetzt die 3. Die 3, da gebe ich mir wieder ein bisschen mehr Mühe. Denn das ist ein Teller, der rausgeht. Oh, ich meinte, ich wollte mir mehr Mühe geben. Habt ihr den Rand gerade auch wieder ein bisschen eingesifft. Das gehört allerdings auch alles zum Rezept. Das ist dieser, dieser Food-Stylist-Fleck. Ihr kennt das, ne? Also, da nimmt man sich so den Löffel und hat einen so einen Klecks drauf gemacht. Jetzt wandere ich da mal so kurz durch. Und deswegen, genau. Also, meine lieben Gäste, bedient euch hier im Set. Ich habe hier was für euch. Es ist nicht ganz so schön angerichtet, zum Beispiel, wie es ein Boris machen könnte, der ein begnadeter Koch und Food-Stylist ist. Gut, dass wir aber nur 3 sind. Ich glaube, für 3 wird das Ganze nämlich hier reichen. Wie? Ist einer für mich? Ja, einer ist auch für dich. Also jede Person jetzt mehr, das wäre schon problematisch. Das ist okay, Mario. Cheers. Ich esse schon. Ja. Ich höre alle hier schmatzen und so, Leute, also. Es ist ein bisschen voller heute geworden. Ich freue mich. So könnte auch jeder gute Witz anfangen. Treffen sich ein Pole, ein Chinese, ein Italiener und ein Deutscher. Keine Ahnung, macht ihr ruhig draus den Witz und finalisiert ihn. Schreibt ihn in die Kommentare. Mal gucken, wer am besten am Ende dann dasteht. Ich würde sagen, cheers mit ein paar Gläsern Wodka. Kocht das auf jeden Fall nach. Lasst einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal super gerne, verfolgt uns weiter auf allen Kanälen, die es von uns gibt. Und den Link in der Bio, oder? Nee, das ist erst auf Instagram. Schade. Aber ist okay, hey, wenn ihr uns auf Instagram auch verfolgt, dann werdet ihr an dem Tag, wo dieses Video nämlich veröffentlicht wird, einen Link in der Bio haben und da klickt ihr dann auf Instagram drauf. Also, das ist der Deutsche, nur für eure Witzwahl. Prost.